Die Körpersprache in Kira Muratovas lange Abschiede. Kira Muratova war eine sowjetische rumänisch-russische Regisseurin, die ihre Karriere in Moskau in den 50ern begann und dann fast all ihre Filme in der Ukraine in Odessa drehte. Ihr letzter Film erschien 2012, also ihr Filmschaffen umfasst 50-60 Jahre der sowjetischen und postsowjetischen Filmgeschichte. Sie ist eine der wenigen Filmemacherinnen, neben Larissa Schepitko, Lana Gogoberidze der gleichen Generation, die vielleicht mehr bekannt sind als die anderen. Sie stand allerdings immer eher am Rande der großen Filmhistoriografie. Muratovas Filmografie schließt 21 Filme ein, darunter 4 Kurzfilme und 2 Filme, die sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Alexander Muratov machte. In der Sowjetzeit waren ihre Filme entweder stark zensiert und kamen deshalb in einer begrenzten Anzahl von Kopien ins Kino, oder sie verschwanden jahrelang in der Schublade bis zur Perestroika. Aber selbst nach der Wende fand ihr Kino kein breites Publikum, da es zu verfremdet und bizarr war. Zu den typischen Verfahren zählen bei Muratova lange Einstellungen, eine geschwächte narrative Struktur, sprachliche und gestische Wiederholungen, übertriebene oder verzerrte Körperbewegungen, experimentelle Tonspur, manierierter oder überspielter Tonfall, Einsatz von Laiendarstellern, Reduplikationen und Verdopplungen aller Art. Der Film Lange Abschiede erschien am Ende des Tauswetters und am Anfang der Stagnationszeit. Das war ihr zweiter selbstständiger Film, der eine schwierige Produktions- und Verleihgeschichte hatte. Er ist von den Behörden zwar zunächst freigegeben worden, wurde jedoch fast gleich verboten und verschwand bis 1987 in den Archiven. Ihre frühe Filme standen eher dem damaligen westeuropäischen Autorenkino nahe. So wurden die Regisseuren die Nachahmung der westlichen Nouvelle Vague von damaligen sowjetischen Kritikern vorgeworfen, und zwar Düsterheit, spießbürgerlicher Realismus, Mangel an Bestätigung der sowjetischen Moralwerte, Manierismus und visuelle Überforderung, Unverständlichkeit, Nachahmung von modischen, modernen Strom des Lebens, also alles, was unter dem schädlichen Einfluss des Westens verstanden wurde. Für die Behörden hätten das sowjetische Kino keine Fragen aufwerfen sollen, sondern sie beantworten. Das didaktische Pathos des sozialistischen Realismus war Muratova aber völlig fremd. Die Zensoren haben den Regisseuren nachdrücklich empfohlen, die langen Szenen zu kürzen oder ganz wegzulassen, wie zum Beispiel Wiederholungen im Gespräch zwischen Evgenia Vassiljevna und ihrem Chef, die Szene auf dem Friedhof, die auf dem Stadion oder die Episode von Saschas Dichten. Um die Hauptfrage ihres Seminars zu beantworten, wie zugeknöpft waren die sozialistischen 70er, möchte ich auf die Problematik des Körpers und der Sprache oder eben der Körpersprache bei Muratova näher eingehen. Zunächst möchte ich einen historisch-ästhetischen Rahmen für Muratovas Filme vorschlagen, und zwar anhand der Filmstudie von Gilles Deleuze, seine 2 Bände Das Bewegungsbild und Das Zeitbild, in denen eine Filmsemiotik entwickelt, die er gleichzeitig historisch auffasst. Die deleuzische Taxonomie von Filmbildern basiert auf 2 Polen oder 2 Regimes des Bildes, die ich nur flüchtig eingehen kann. Zu einem gibt es, Zitat, ein Regime, das man organisch nennen könnte, das Regime des Bewegungsbildes. Es arbeitet mit rationalen Schnitten und Verknüpfungen und projiziert selbst ein Wahrheitsmodell. Und dann ein kristallines Regime, das Regime des Zeitbildes. Es arbeitet mit irrationalen Schnitten und kennten Neuverknüpfungen. Es ersetzt das Modell des Wahren durch das Vermögen des Falschen als Werden. Zitat Ende. Das Bewegungsbild ist typisch für das narrative Kino, da es sensomotorische Verknüpfungen aktualisiert, also Kausalität und Kontinuität. Es produziert lineare Zeit. Das Bewegungsbild, auch kinetisches Regime oder Aktionskino genannt, dominiert im frühen Vorkriegskino. Das Zeitbild hingegen stört den linearen Zeitfluss und ermöglicht somit ein direktes Zeiterlebnis. Es schafft reine optische und akustische Situationen, in denen das Sehen an die Stelle des Handelns tritt, das Virtuelle den gleichen ontologischen Status wie das Wirkliche hat und das Imaginäre
Träume, Fantasien, Erinnerungen sich in einem ständigen Austausch mit dem Realen befinden, bis hin zu völliger Ununterscheidbarkeit. Das Zeitbild entwickelt sich nach dem Krieg. Mit anderen Worten schlägt Deleuze eine Filmgeschichte vor, unabhängig von Medien- und Technikentwicklung, wie das Aufkommen des Tonfilms, des Fernsehens und so weiter, sondern nach den wesenseigenen semiotischen Prinzipien der Filmbilder und nach der narrativen Logik ihrer Verknüpfungen miteinander. Beide Regimes wurden von Deleuze eingeführt, um Zeitlichkeit zu artikulieren. Für ihn ermöglicht das Kino ein unmittelbares Zeiterlebnis im Sinne von Bergsons Durée, obwohl für Bergson selbst konnte der Film nur eine Illusion von Dauer vermitteln. Entscheidend für meine Abhandlung von Muratova ist dennoch die Übergangsperiode vom Bewegungs- zum Zeitbild, die Spalte zwischen den beiden, die Deleuze mit dem transitorischen Konzept der Krise des Aktionsbilds einführt. Der italienische Neorealismus, verschiedene neue Wellen in Europa, der amerikanische Non-Mainstream-Independent-Film werden durch die Aktionskrise definiert und mit mehreren Merkmalen ausgestattet, wie das Entstehen der dispersiven Situationen, bei denen sich die Beziehungen unter Filmfiguren abschwächen, auch wie die Verkettungen und Übergänge zwischen Ereignissen. Die Kausalbeziehungen zwischen Aktionen werden fast aufgehoben. Das führt dazu, dass der Zufall herrscht und die Filmnarration als bloße Aufreihung von Kurzgeschichten ohne jegliche Intrige erscheint. Dialoge und Räume werden beliebig. Die Aktion wird durch abweichende Bewegung, durch die Fahrt, das Herumstreifen und das ständige Hin und Her ersetzt. Der Zusammenbruch sensormotorischer Schemata macht Platz für das Aufkommen von rein optisch-akustischen Situationen, auf die man nicht mehr reagieren kann oder will. Also es geht um Hinterfragung der Aktion als solche. Vision tritt an die Stelle des Handelns. Deleuze beschreibt das Nachkriegskino mit den Worten von Jean-Luc Godard: Das Band zwischen Mensch und Welt ist zerrissen. Man erkennt hier die Anspielung an Shakespeares Hamlet. Die Zeit ist aus dem Gelenk. The time is out of joint. Hier wird eine intensive, tragische Erfahrung des historischen Moments durch das Bild einer körperlichen Verletzung ausgedrückt. Ebenso impliziert diese Metapher der Zeit als ein Gelenk, das aus seiner richtigen Verbindung gerutscht ist, die Idee der Lockerung der sensomotorischen Verbindung. Das gebrochene Bein des Protagonisten in Hitchcocks Das Fenster zum Hof veranschaulicht die Krise des Handelns am deutlichsten. Der Held muss unbeweglich bleiben, gefesselt am Rollstuhl, sodass sein Handeln sich auf eine reine voyeuristische Position reduziert. In Muratovas Kino wird die Aktionskrise immer wieder aufs Neue inszeniert, wobei der Bruch des sensormotorischen Schemas jedes Mal noch exzentrischer wird. Man sollte die Aktionskrise nicht als völlige Abschaffung der Narration missverstehen, besonders bei Muratova. Alle ihre Filme haben eine Handlung. Man sollte vielmehr an die Problematisierung der Ereignishaftigkeit denken, die ihren Filmen innewohnt. Und diese wird vor allem am Körper und an der Sprache lesbar. Deleuze schlägt noch ein weiteres Konzept, das Kino der Körper, vor, in dem anstelle der Aktion Verhaltensweise und Stellungen des Körpers kommen, ihre Zustände, Eigenschaften, Posituren, Gesten, Bewegungen, ihre Genese und ihr Verschwinden. Interessanterweise definiert Deleuze sein Kino der Körper mit dem Bezug auf den Begriff des Gestus von Bertolt Brecht. So wie bei Brecht ist der Gestus bei Deleuze nicht auf die Intrige oder das Sujet reduzierbar, sondern weist auf die Vermittlungen der Denkweisen mit dem Körper hin. Zitat: Die Figur ist auf ihre eigenen körperlichen Verhaltensweisen reduziert, und was daraus hervorgehen soll, ist der Gestus, das heißt ein Schauspiel, eine Theatralisierung oder Dramatisierung, die jede Intrige aufwiegt. Zitat Ende. Oksana Bulgakova beschreibt, wie das sowjetische Kino nach dem Zweiten Weltkrieg die westlichen Körperhaltungen übernimmt, und zwar aus dem amerikanischen und westeuropäischen Kino. Ihr Buch Die Fabrik der Gesten widmet sich
den Kinotechniken des Körpers der Vorkriegszeit. Sie schließt aber ihre Überlegungen mit einem Kapitel ab, in dem es um den Zeitraum von den 60ern bis zu 90ern geht. Welche Wirkungen diese Nachahmung beobachtet die Forscherin? Hauptsächlich passiert hier eine Lockerung der Körperhaltungen, der Gangart, eine Entspannung der Bewegungen. In Lange Abschiede erkennen wir das am Beispiel der zwei jungen Mädchen. Zu einem die raffinierte Masha, die sich gefällsüchtig und verführerisch zur Schau stellt. Zum anderen die schlichte, etwa ungeschickte und zappelige Tanja. Die Leiblichkeit der Jugendlichen verdeutlicht am besten die Neuorientierung der Filmkörpertechniken. Ihre mageren, fragilen Körper stehen den korpulenten und athletischen Körpern der Erwachsenen entgegen. Denken Sie an Nikolai Sergejewitsch, der beim Bogenschießen mit der Präzision eines Scharfschützers das Ziel trifft, und auf der anderen Seite an das Versagen Saschas im Sportunterricht, worauf ich gleich zurückkomme. Die jungen Menschen eignen sich den urbanen Raum erfolgreich an. So wie bei Deleuze wird der Spaziergang durch die Stadt zu einem der wichtigsten Kinomotiven. Die sensomotorische Situation wird durch die Fahrt, das Herumstreifen und das ständige Hin und Her ersetzt. Die Perspektive verändert sich von der Vertikalität zur Horizontalität. Bei Murat aber spielt die Stadt immer eine wichtige Rolle, am Bahnhof, beim Spazieren, beim Singen, beim Tanzen oder bei der Rauferei. Der sozialistische junge Körper werden nicht bei der Arbeit oder beim Lernen, sondern beim Spaß haben gezeigt, wie im Sportunterricht. Die Sportlehrerin versucht erfolglos, alle zur Ordnung zu rufen. Sie pfeift und bittet die Schüler, sich in eine Reihe anzutreten. Aber die Körper lassen sich nicht mehr disziplinieren. Die sind alltägliche Körper, laut Deleuze. Die Erwachsenen wirken hingegen steif. So wird der Chef des Übersetzungsbüros statisch gezeigt. Eine unbekannte Dame macht einen hochtrabenden Trinksspruch. Bei der Verleihe der Ehrenkunde werden klischeehaften festlichen Reden gehalten. Die Erwachsenen sind immer an sozialen Rollen und Ritualen stark gebunden. Sie werden zu zeremoniellen Körpern nach Deleuze. Wie zum Beispiel das Ritual zum Graben gehen, welches bestimmte Körperaktionen voraussetzt, das Bedecken des Kopfs, das respektvolle Stillstehen oder die Vorbereitung auf die Zeremonie ins Theater gehen oder das Ritual des Sich-Vorstellens. So belehrt die Mutter den Sohn, sich richtig vorzustellen. Sie sagt: Ich habe dir doch schon beigebracht, deinen Vor- und Nachnamen deutlich auszusprechen und dazu noch sagen: Ich freue mich, sie kennenzulernen. Die Ereignisarmut in Lange Abschiede ist dadurch bedingt, dass das zentrale Geschehnis, Saschas Abreise, immer wieder in die Zukunft verschoben wird und letztendlich nicht stattfindet. Die französische Filmhistorikerin Eugénie Zwonkin beschreibt die Dynamik des Filmes durch die Metapher das Walzezögern, la Valse-Hésitation, die den Begriff der Aktion in Frage stellt. In ihrem letzten Artikel geht Zwonkin weiter, indem sie die Filmstruktur als unvollendete Geste definiert. Die Zögerung auf der Inhaltsebene wird auch durch spezifische Filmmittel erzeugt, Wiederholungen von gleichen Worten, Gebärden, Aufnahmen und so weiter. Zwonkin spricht vom Effekt des Stotterns oder des Gestammels der Mise-en-Scène. Und ich zeige Ihnen einige Beispiele.
In der Szene auf dem Friedhof hebt Jewgenia Wassiljewna ihre Arme hoch und schüttelt die Hände, bevor sie zu waschen. Sie macht das, um die Ärmel hochzuziehen, damit sie nicht nass werden. Diese schnellen Schwingungen der Hände werden zweimal wiederholt, sodass das Zucken der Finger dem Flattern der Vogelflügel ähnelt. Dieses Bild erscheint aus dem Nichts. Es wirkt weder mit den vorherigen noch mit den nachfolgenden Bildern zusammen. Muratowa befreit diese Geste von ihrer ursprünglichen Bedeutung und lässt sie neue Bedeutung gewinnen. Irina Isvolova bezeichnet das als eine befreite Geste. Sascha muss einen Hochsprung machen. Sein Anlauf zum Reck wird dreimal mit kaum erkennbaren Veränderungen der Kameraperspektive wiederholt. Das filmische Stolpern kulminiert in Saschas Fall. Dies ist keineswegs ein neues Verfahren im Film. Es wurde bereits in der Avantgarde erfolgreich eingesetzt, zum Beispiel bei Eisenstein. Diesen Effekt des steckengebliebenen Bands haben Sie bestimmt im Film von Lana Gogoberice einige Interviews zu persönlichen Fragen beobachten können, in dem die Wiederholung der gleichen Aufnahmen eine suggestive emotionale Wirkung hat. Sie markieren traumatischen Erinnerungssequenzen. Bei Muratova dasselbe Verfahren löst sich vom jeglichen Psychologismus aus. Das ist kein Effekt. Muratova entblößt das Verfahren, hebt es als eine reine filmische Geste hervor. Man müsste hier an die Serienaufnahmen von Edward Muybridge denken. Wie Irina Isvolova richtig anmerkt, Muratova zerlegt eine komplexe Bewegung in Bestandteile, bis sie sich in einzelne Punkte auflösen, in immobile Schnappschüsse, als ob ihr Kino uns zu den Anfängen der Kinematografie zurückbringen würde. Anstelle der Bewegungsillusion erzielt Muratova das Aufhalten und legt somit den Mechanismus der Entstehung von Bewegung offen. Muratova hat lange die Hauptdarstellerin gesucht. Als sie Sinaida Charcot kennenlernte, war sie sofort begeistert und sagte ihr: „Ich habe eine lebische Frau gesucht, jetzt habe ich sie gefunden. Женщина.“ Die leibliche Ungeschicklichkeit kennzeichnet nicht nur den heranwachsenden Sohn, sondern noch mehr die Mutter. Bei den Freunden paradiert Jewgenia Wassiljewna vor einem Mann. „Hunde lieben mich, schauen Sie mal!“ und wirft ihren Schuh. Der Hund, statt den Schuh ihr zurückzubringen, rennt damit weg. In eine andere Szene, anderen Szene legt sie die Feder ab, diese rollt vom Tisch hinab. Sie bückt sich und hebt die Feder. Diese rollt aber wieder darunter. Die gleiche Geste wiederholt sich dreimal. Das Ungeschick des Körpers erzeugt Lachen und Peinlichkeit, das Fremdschämen. So wie am Ende des Films beim Konzert. Jewgenia Wassiljewna macht sich lächerlich vor ihren Kollegen, da sie sich dreimal zwischen den Reihen hinstellt und wie ein bockiges Kind darauf beharrt, dass ihre Plätze für sie freigemacht werden. Sie kann sich nicht beherrschen. Isvolova erkennt hier Ähnlichkeit zwischen der filmischen Geste Muratovas und der einfachen menschlichen Geste der Hauptfigur. Jewgenia Wassiljewna kann nicht aufhören, die gleiche Aktion zu wiederholen. Lange Abschiede ist ein realistischer Film mit der linearen Sujetentwicklung. Jedoch gibt es hier ein paar mysteriöse Szenen, deren Realitätsstatus hinterfragbar ist. Ein Beispiel möchte ich anführen. Es gibt aber mindestens noch eins. Jewgenia Wassiljewna und Sascha besuchen ihre Freunde in einem Kurhaus an der Meeresküste. Und in einer Sequenz sehen wir die Tochter der Freunde, Mascha, von mehreren Seiten erblickt wie ein Kristall mit vielen Flächen, in abgehackten Schnitten und mit Licht bestrahlt. Es gibt keinen Ton. Und Sascha stellt sich vor, er würde Maschas Haare küssen. Und die Vision endet damit, dass der offensichtlich verliebte Sascha so tut, als ob Mascha ihn nicht aufregte. Здрасте, я вас не узнал.
Здрасте. Я вас не узнал. Mit dem Bild von Saschas ausgerichtetem Blick wird suggeriert, dass diese Sequenz Saschas Träumerei ist. Dennoch ist es unentscheidbar. Das könnte ebenso eine Rückblende, Flashback oder Vorausblende, Flash-Forward sein, da die sensomotorische Verkettung mit dem Ganzen problematisch erscheint, was auf die Krise der Aktion weist. Deleuze beschreibt ähnliche Prozesse im modernen Kino mit dem Modell des Falschen, welches die Form des Wahren des klassischen Kinos verdrängt. Es geht nicht mehr darum, das Reale mit dem Imaginären zu verketten oder sie voneinander deutlich zu trennen. In einem Kristallbild tritt das aktuelle Bild unerlässlich mit dem eigenen virtuellen Bild in Beziehung, des fortdauernden Austausches und der Ununterscheidbarkeit. Was das Kino der Körper hervorruft, ist das Werden eines unbekannten Körpers, die Geburt des Sichtbaren, das sich noch dem Blick entzieht. Deshalb geht es dem Kino nicht um die Handlung, sondern darum, eine ursprüngliche Genese der Körper zu bewirken, abhängig von einem Weiß, einem Schwarz, einem Grau oder auch von Farben, entsprechend einem Anfang des Sichtbaren, das noch keine Figur und noch keine Handlung ist. Die Sichtbarkeit des Körpers ist in Muratovas Mise-en-Scène oft erschwert, durch das Aufeinanderlegen mehrerer Schichten. Lange Abschiede beginnt mit der Szene im Gewächshaus, mit üppiger Vegetation. Die Pflanzenarabesken verbergen die Körper und verlangsamen ihre Bewegungen. Die Unwirksamkeit bezeichnet die darauffolgende Szene auf dem Friedhof. Die Gitter der Grabenumzäunungen, die Zweige und Pflanzen, selbst das Netzkopftuch der Mutter. Der Blick auf den Körper wird stets gehindert. Die Kamera folgt der Verlagerungen der Körper in schwer begehbaren Räumlichkeiten, ihr Auftauchen und Verschwinden. Der Zigarettenrauch verkörperlicht sich durch das Lichtstrahl im sonst komplett dunklen Raum. Wir sehen nur die Zigarette haltende Hand. Das ist diese dunkle Flächigkeit, die bei Deleuze das Entstehen sowie das Verschwinden des Körpers ermöglicht. Der Rauch ist in diesem Fall der metonymische Ersatz des menschlichen Körpers, seine Spur. Die Dichotomie schwarz-weiß wird durch das Paar Dunkellicht ergänzt. Diese bilden die farblichen Koordinaten dieses Filmes. Die Schwarz-Weiß-Palette des Films kommt auch zur Sprache. Der Ausgleich zwischen Schwarz und Weiß ist selbstverständlich das Grau. Nach dem Wutausbruch erzählt Evgenia Vassiljevna ihrem Sohn eine Geschichte aus der Vergangenheit. Sie sagt: Es war ein trüber, trüber, grauer Tag. Ein stiller, stiller, grauer Tag. Alles herum war so grau, grau. Die Pappeln waren grau, die Autostraße, der Himmel. Sie erzählt, wie sie plötzlich inmitten dieser grauen Fadheit einen grellroten Vogel auf dem Baum gesehen hat. Rot, rot, unmöglich rot. Das war aber ein Papagei, der einfach kurz davor aus dem Käfig herausgeflogen war. Sie sagt ihrem Sohn: Ich frage mich, ob dein Vater daran erinnert oder nicht. Frag ihn bitte und schreib mir, ob er das nicht vergessen hat. Dieses Moment ist der Höhepunkt des Filmes. Wie ein roter Faden markierte das Loslassen des Sohnes. Viktor Bojovic hat eine sehr interessante Anmerkung dazu gemacht. Er meinte, dass die Mutter mit ihrem Sohn zum ersten Mal als mit einem Erwachsenen spricht und ihm etwas über sich erzählt, was sie selbst nicht ganz versteht. Davor gibt es eine Szene, in der Sascha rein gestisch Barmherzigkeit zeigt. Evgenia Vassiljevna ist aufgeregt, ihre Finger gehorchen ihr nicht, wenn sie versucht, ein Streichholz anzuzünden.
Dann kommt Sascha und hilft ihr mit der Zigarette. Ты уезжаешь? Ты решил? Да, я уезжаю, я решил. Dies ist, sagt Bujovic, seine erste erwachsene Geste gegenüber seiner Mutter. Der Gedanke, dass sie seine Hilfe braucht, kommt erst später oder vielleicht gar nicht, aber das Gefühl als Geste wohnt ihm bereits inne. So ein Detail ist typisch für Muratova. Etwas, was mit langen Worten erklärt werden muss, wird im Film auf einer intuitiven Ebene sofort begriffen. Die Geste erlaubt diese Art vorreflexiven Ausdrucks. Wir müssen nicht vergessen, dass jedem Begreifen eine greifende Handbewegung zugrunde liegt. Sprachklischees zirkulieren überall. Freischwebende, anonyme Bilder, die das Konstituieren der Innenwelt bestimmen, sagt Deleuze. Es ist erstaunlich, dass die Charaktere in diesem Film noch eine tiefe psychologische Dimension erhalten, wenn sie meistens mit banalen, abgedroschenen Phrasen und Redewendungen kommunizieren, sowohl die Neben- als auch die Hauptfiguren. Das ist ein wichtiges Merkmal Muratovas Filmästhetik, das später noch brisanter und extremer wird. Jevgenia Vassiljevna ist eine Übersetzerin oder Dolmetscherin aus dem Englischen, was sie zugleich in eine sprachlich privilegierte Position stellt, gleichzeitig sie zu bloßen Wiedergabe der fremden Worte reduziert. Sie ist die Maschine der Sprachreproduktion. Sie sagt, es gibt Sachen, die ich nicht verstehe, einfach nicht verstehe, einfach nicht verstehe. Erwachsene bedienen sich eher Klischees. Deswegen schweigt Sascha meistens oder nimmt nur mit knappen Worten in Gesprächen teil. Das bedeutet aber nicht, dass er den Code der Erwachsenen nicht beherrscht. Im Gegenteil, er ist sich der sowjetischen Rhetorik sehr bewusst und setzt sie überraschend präzise ein. Deutlich wird es in der Szene, in der eine Freundin von Sascha, Tatjana Karzeva, eine junge Frau, die im Gemüselager arbeitet, von einem Mann belehrt wird. Dieser Mann ist eine Aufsichtsperson in den sozialistischen Arbeitsverhältnissen. Also der Mann wirft dem Mädchen vor, ihre Arbeitsstelle wieder zu verlassen. Und Sascha, sonst wortkarg, setzt sich plötzlich aggressiv und eloquent für das Mädchen ein. Er spricht sehr viel und viel sinnlos über den typischen sozialistisch-realistischen Topos Individuum versus Gemeinwesen. Er sagt, wer sind sie überhaupt? Sehen sie nicht, dass sie uns stören? Sie nähen sich, sie dringen taktlos ein. Jetzt duzen sie mich schon. Ist sowas in Ordnung? Vielleicht bin ich echt redselig. Jeder braucht ein individuelles Herantreten, oder? Es gibt eine Persönlichkeit, ein Individuum, nicht wahr? Und sie sind die Gesellschaft, nicht wahr? In seinem Redefluss greift er jedoch zu denselben Techniken, die sich die Erwachsenen bedienen. Fast maschinelle Wiedergabe der sinnentleerten Sprachformeln. Diese Unmöglichkeit, aus der Wiederholung der fremden Worte auszubrechen, ist allgemein die Problematik der Sprache, der Identität, der Einmaligkeit. Dies wird in der nächsten faszinierenden Szene thematisiert, die ich Ihnen sehr gerne zeigen möchte. Jewgenia Wassiljewna geht ins Theater und belässt Sascha allein in der Wohnung. Sascha winkt der Mutter aus einer merkwürdigen, verbeugten Pose. Dann bricht Sascha in absurden Reimen aus und veranstaltet für sich selbst eine Performance, die völlig unmotiviert erscheint als ein Zwischenspiel.
коллективные духи. Духи, 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 мухи. Духи, 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 духи. Слухи летают, как мухи. Жили-были старики и старухи. Не смейтесь, не смейтесь, не смейтесь, не смейте, не смейте, не смейте. И так оно будет всегда. У вас отрастет борода. Вы идете, мой друг, не туда, а куда? И при чем здесь моя борода? Жили-были старик со старухой у самого синего неба. Без воды и хлеба не пили, не ели, а так еле-еле. Летели, пели, посидели и посидели. А вы рифмоплет, мой друг, и что же мой враг? Где восклицательный знак? И принесите ваш дневник, молодой человек, вас не касается, а она не кусается. Она красавица. Красавица. А под глазом синяк. Вы упали во враг. Где вопросительный знак? И не врите, не врите, не врите, не врите, не врите. Небылицы, как птицы, что в колеснице, где спицы. Мало ли что вам приснится, ренится веретеном, верит оно, крутится, 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 крупится. Не все ли равно, куда улетают птицы, аисты и трубочисты? Один белый и чистый. А другой еле дышит. Меня никто не слышит, не слышит, не слышит, не слышит. Как испорченный телефон. Кто говорит? Слон. Deleuze sagt über Godard: Die Figuren fangen an, für sich selber zu spielen. Sie tanzen und mimen für sich selbst in einer Theatralisierung, die unmittelbar ihre alltäglichen Verhaltensweisen verändert. Die Figur macht aus sich selbst ein Theater. In Sachas Gedichten gibt es eine gestische Verkettung mit dem vorherigen Bild, und zwar durch Sachas winkende Hand, die verzerrte Abschiedsgeste, die das Thema des Films sprachlos ausdrückt. Nämlich die Unmöglichkeit, die Entscheidung wegzugehen, in eine Aktion zu verwirklichen. Das ist eines. Das andere ist, dass die Verkettung durch ein nebensächliches Wort erfolgt, das Evgenia Vassiljevna fallen lässt, Duchi, Parfüm, und das von Sascha als Impuls zum Dichten aufgegriffen wird. Duchi, 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 Muchi, Parfüm, Parfüm, Gespenster fliegen. Sascha sucht passende Reime und forciert die Akzente in den reimenden Wörtern. Wir sehen den Prozess, in dem sich Poesis erst zu kristallisieren beginnt. Die Anfänge der poetischen Sprache zwischen dem Kind und Erwachsenwerden, zwischen einem Fehler und der Ungeschicklichkeit und Kreativität. Saschas spontane Gedichte erinnern damit an die Poetik des Absurden. Er spielt mit den kulturellen Kindertexten. Hier sehen wir eine Paraphrase aus Puschkin. Жили-были старик со старухой у самого синего неба. Die gerade entstehenden Gedichte sind miteinander nicht verknüpft, wenn ja, dann noch durch den linguistischen Gleichklang. Das Generieren der Gedichte wird mit einer Serie von Posen und Körperhaltungen begleitet. Er steckt sich auf dem Couch hin, nimmt die Pose eines Betenden ein und dann schließlich sagt er: Испорченный телефон, кто говорит, слон. Hier ist wieder ein Zitat aus dem überdrüssig gewordenen, aber ebenfalls in der fast absurdistischen Ästhetik verfassten Kindergedicht von Kornei Tschukowski. Telefon. Offenbart diese Szene nicht Muratovas künstlerische Methode, das Spielen mit und das Schöpfen aus den Klischees.
Irina Isvolova bezeichnet das als Befreiung des Wortes im Sinne des russischen Formalismus. Zitat: Das Schnittverfahren wird auf der verbalen Ebene wiederholt. Sascha versucht, eine längst vergessene Beziehung des Wortes zu anderen benachbarten oder zu den fremden Worten zu entdecken. Seine bisherige Stille und falsche Redseligkeit tragen eine Explosion von taubstummen Schichten der Sprache in sich. Sascha ungehörtes Wort wird frei, zu frei. Es berührt nicht mehr. Zum Schluss möchte ich noch das Folgende betonen. Muratovas Verschiebung des Schwerpunkts von Aktion zu Verhaltensweisen und Haltungen des Körpers auf das Sehen, die Performance, die Wiederholung wird in ihren späteren Filmen ins Extreme geführt. Muratovas Filmfiguren werden mit der Zeit immer häufiger in unmotivierte Auftritte mit Singen, Tanzen und so weiter ausbrechen. Nun viel extremer als beim Dichten Saschas. Das alles bewirkt die Theatralisierung des Körpers, von der in Deleuze die Rede war. Die Aktion in Lange Abschiede wird auch durch die Unmöglichkeit der Wahl problematisch. Die Mutter oder der Vater, weggehen oder bleiben. Nicht zu unternehmen, also der Verzicht auf Aktion, wird paradoxerweise zum eigentlichen Ereignis des Filmes umformuliert. Dieses scheinbare Nicht-Agieren schlägt dennoch in einem ethischen Gestus um, sobald wir begreifen, dass Saschas Entscheidung, bei der Mutter noch zu bleiben, ein unverkennbares Zeichen seines neu erworbenen Erwachsenseins ist und ein Handeln aus wahrer Liebe.